Hallo, ich bin Simon von ilovebodybuilding.de. In diesem Video geht es ums Zink, was ein ganz besonders interessantes Spurenelement ist für alle Sportler und dabei ganz besonders interessant für alle männlichen Sportler ist. Ja, Zink ist ein essentielles Spurenelement, was einen hohen Einfluss auf dein Immunsystem hat, einen hohen Einfluss auf Haut und Haare hat, aber eben auch auf die körpereigene Hormonproduktion. Bisher ist man davon ausgegangen, dass Zink eben sowas wie eine Waffe ist bei Erkältungen oder bei Infektionskrankheiten. Das hat man immer gesagt. Das konnte nun auch über eine indische Studie bewiesen werden. Genauso bei oberflächlichen Verletzungen ist die Wundheilung eben eine Sache, die auch vom Zink abhängig ist. Es gibt ja Zinkcremes, die man aufträgt. Es gibt aber eben Zink auch in oraler Form, also in Tabletten- und Pillenform, was das Immunsystem stärkt und die Wundheilung fördert. Es konnte sogar über eine US-amerikanische Studie aus 2005 nahegelegt werden, dass Zink Einfluss auf die Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit hat. Zink hat eben auch einen wichtigen Einfluss auf das Hautbild und auf die Haare. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die viele Männer ganz besonders wichtig finden, dass man gerade beim hohen Eiweißkonsum, beim Konsum von vielen tierischen Produkten mit Akne zu kämpfen hat. Um da eben gegenzuwirken, sollte man speziell auch auf Zink setzen. Wird im Übrigen auch gerade im medizinischen Bereich in höheren Dosierungen bei Akne verschrieben. Ja, für die Haare hat Zink eine Funktion, die ein gesundes Haarwachstum, eine so gesunde Haarstruktur hervorruft, jedenfalls die Grundlage dafür liefert. Haarausfall kann es in erster Linie jedenfalls nicht als allein Heilmittel bekämpfen, aber ein gesundes Haar ist auch eben abhängig vom Zink. Das ist natürlich gerade für alle Männer, die unter Haarausfall oder Problemen mit Haaren leiden, schon mal das Erste, was interessant ist, dass es eben sowohl Haut- und Haarbild verbessert. Was aber viel interessanter ist, ist diese Funktion. Und was noch viel interessanter ist, ist, dass Zink eben eine Schlüsselrolle in der körpereigenen Hormonproduktion hat. Zink ist eben über einen sehr komplexen Prozess eben auch an der Produktion des körpereigenen Testosterons beteiligt. Und es ist für alle Naturalathleten sicherlich ganz wichtig, dass man eben einen hohen körpereigenen Testosteronspiegel hat, um eben übers Testosteron möglichst gut Muskelmasse aufzubauen, möglichst gut Fett zu verbrennen und natürlich auch, was jedermann sicherlich auch möchte, die Libido gestärkt haben, also die Manneskraft, die natürlich auch funktionieren soll und was natürlich auch ein Zeichen eines gesunden Menschen ist. Ja, Zink hat also Einfluss aufs Immunsystem, auf die körpereigene Hormonproduktion, auf Haut und Haare, sogar bewiesenermaßen auf geistige Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeiten. Es ist ganz besonders wichtig, auf ausreichend Zink zu achten, zinkreiche Lebensmittel ausreichend zu dir zu nehmen. Zum Beispiel Käse, Hülsenfrüchte und Nüsse enthalten sehr viel Zink. Aber es gibt leider auch noch einen anderen Fallstrick und das ist der, dass du zu viele der Gegenspieler unter Umständen aufnimmst. Wenn du zu viel der Gegenspieler aufnimmst, dazu gehört die Phytinsäure, Eisen und Kupfer, dann kommt es dazu, dass dein Körper mit dem Zink schwer umgehen kann, dass der Zinkspiegel sinkt. Viele zinkhaltige Lebensmittel enthalten leider auch sehr viel Phytinsäure, was die Aufnahme des Zinks de facto hemmt und obwohl es relativ viel Zink enthält, dein Körper damit nichts anzufangen weiß. Noch problematischer ist es eigentlich mit dem Eisen und mit dem Kupfer, speziell mit dem Kupfer. Beim Kupfer ist es so, dass wenn du viel Trinkwasser aus der Leitung, aus einer verkupferten Leitung trinkst, auch sehr viel Kupfer aufnimmst. Das Kupfer drückt den Zinkspiegel und sorgt unter Umständen dafür, dass du gar nicht so viel Zink aufnehmen kannst, wie du es über die Nahrungsmittel eigentlich müsstest, sodass es für mich immer wieder Sinn macht, mit einem Supplement zu arbeiten. Ich habe hier ein ganz günstiges Produkt, das kostet nur wenige Euro, Zinkorat. Kostet weniger Euro, verlinke ich euch unterhalb von dem Video. Es gibt auch noch ein etwas höher dosiertes Produkt, das kann ich auch noch verlinken. Das nehme ich allerdings aktuell nicht. Das sind zwei klasse Produkte, die ich eben gerade empfehlen kann, wenn man auf eine entsprechende hormonelle Basis achten möchte und eben auch Hautbild und Haarbild verbessern möchte. Und gerade da ist es natürlich für Männer immer so das typische Problem mit Haut und Haaren, aber eben auch mit Eigenhormonproduktion und all dem, was davon sich ableiten lässt. Aber wie gesagt, für mich ist es eine sehr günstige Sache und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.